Und da stehe ich nun. Ich habe MJ gesucht, sie gefunden und wieder verloren. Und das Schlimmste? Hab ein Versprechen gebrochen. Mal wieder. Ich musste dieses Ding noch einmal einsetzen. Das schaffen wir auch ohne Spidey. Sehe ich nicht. Ich muss zu Felicia. Irgendwo in diesem Symbionten ist Black Cat. So, und jetzt wissen wir auch die komplette Vorgeschichte von dem Video, das wir am Anfang gesehen haben. Und wir wissen auch, wer dieser Symbiont war. Symbiont ist, der uns da angegriffen hat, wodurch wir MJ alleine ziehen lassen. Ich scheine fast da zu sein. Letztendlich noch, wir haben sie ja nicht verloren, deswegen kann ich jetzt schlecht sagen, ja, wir haben MJ verloren. Selbst wenn es kein Spoiler wäre oder ist oder wie auch immer, wir haben sie nicht verloren, vorbei. Mussten wir sie einfach nur ziehen. So. Philipp? Miet. Ja, wo ist sie denn? Miet, Katja. Ach, du nervst. So. Da ist er ja. Ah, du bist so wunderschön. Mietze Katja hat die Haare schön. Aber ernsthaft, achte gleich mal auf die Frisur. Die ist göttlich. Druckwette, Druckwelle. Bringt überhaupt nichts. Wunder, toll. Und? Ging das nicht? Ah, genau. Geht ja doch. So, unten noch einer. Ja, da unten ist noch einer. Scheiße. Okay. Ich schaue auf die Uhr und sehe schon eine Stunde. Wow, nicht schlecht. Zeit vergeht schnell. Ich weiß eh noch nicht, wie ich schneide, also gehe ich einfach rein. Hi Schnucki. Oh, Sturmfrisur. Da bist du ja, mein Liebling. Black Cat! Du musst dagegen ankämpfen! Du musst... Du fehlst mir. Süß. Und verrückt. Und beängstigend. Aber du... Dem Lack. Ich werde gewinnen. Aua. Ja, meinetwegen gewinnen, aber tu mir nicht weh. Felicia. Hör auf, Cat. So. So viel Zeit muss sein. Ah.
Alter Pille! Hör auf damit! Ja, ich bleib hier oben. Wir sehen uns später. Erstmal die kleinen Nerven töten, wenn die Viecher hier. Pille? Also ja. Ah, Hilfe! Geh weg! Oh, das war jetzt Kopfschmerzen. Nix da! Und da haben wir den Beweis, meine Freunde. Ja, das ist nicht nett. Nett? Du bist ein Monster geworden und willst mich zerkratzen. Das ist nur ein Kratzer. Felicia, ich muss zugeben, du hast wirklich ein nettes Singstimmchen. Aber alles andere vom Symbionten macht dich unattraktiv. Du magst mich nicht mehr? Gut, dann breche ich dir das Genick. Ich mag dich nicht mehr, aber du brichst mir das Genick, ernsthaft? Oh. Dreck mal aufs Maul hauen. Lass das, ich hasse das. Nee. So haben wir nicht gerettet. Schatzi. Wenn die kleinen Viecher nicht immer abhauen sollen. Guck mal, die hauen ab, die haben Angst vor uns. Ups. Scheiße. Ja. So, da bin ich wieder. Boah, was ein Trickshot. Ah, ich hab's leider nicht gesehen, deswegen war es mir jetzt zu gefährlich, da anzugreifen. Aufs Maul kannst du haben! Direkt noch ein! Und noch ein! Ja! Freie Auswahl gibt's hier! Schatzi! So. Muss ja aber mal ein bisschen meine Spezialanzeige wieder ein bisschen aufbauen. Lass das! Eigentlich durfte mir das ja nicht wehgetan haben, oder? Treffer! MJ! Ja, super! Ihr seid doch wohl beschissen, oder was? Lässt mich ganz unten spawnen und ich muss MJ beschützen. Na, herzlichen Glückwunsch. Nein, der doch nicht! Das ist ja gar kein Plan. Oh. Boah, das hat weh. Alter, halt doch mal die Klappe jetzt, ernsthaft. Ja, genau das brauche ich jetzt. Echt, ein paar aufs Maul brauchst du jetzt? Kein Star. Kleiner Spinnenjunge. Ja.
Gefiel dir das, Spinnenjunge? Ja, ich finde das so toll, dass ich direkt den Falschen angreife. Wieder mal. Spinni? Lass MJ in Ruhe. Ach, da ist er. Diesmal aber. Nee. Hier stopfe ich das Maul, meine Freunde. Ach doch. Ach. Anzeige nicht aufgefüllt. Super. Ja, genau das brauche ich jetzt. Ja. Wie gesagt, du kannst jederzeit ein paar Maul haben. Kein Problem. Aber MJ geht soweit auch noch gut. Oh. Gerade so noch? Nö. Ein Mädel, du hast eine Schrotflinte. Benutz sie. Du bist die beste Schützin aller Zeiten, ich sag's dir. Hi. Oh. Ups. Das war nicht so gut. Ah, wenigstens muss man nicht wieder von vorne, das ist schon ganz gut. Und bleib mal direkt oben. Überspringen das mal. Ja, wir sind direkt oben, wundervoll. Wunderbärschen! Lass das! Hör endlich auf damit, Felicia! Hör auf, Ken! Ich werde gewinnen! Geht's doch nicht um Gewinnen oder Verlieren. Spaß am Spiel, das muss im Vordergrund stehen. Das brauche ich jetzt. Ich hab dir schon mal was. Egal, die wiederholt sich eh noch ein paar Mal. Also von daher, scheiß drauf. Kleiner gemeiner Spinn. Ja, ich bin ein kleiner gemeiner Spinnenjunge und du brauchst genau das jetzt. Sind zu rein. Spinnenjunge? Pille? Pille? Ach da. Na, geht doch. Kleiner Luftkampf. Bam! Und direkt nochmal. Weil's so schön war. Genau. Das brauche ich jetzt. Das brauche ich. Da geht doch. MJ geht soweit gut. Spinnenjunge. Ja, an den kleinen Viechern kann man die Spezialanzeige gut aufladen. Weg. Weg. Spring. Spring. Das war der Falsche. Ach komm, die Alte ist doch schon fast tot. Jetzt mach mal hin hier. Bräuchte wohl nochmal. Oder so.
Ich weiß nicht, wo Z ist. Ich verwechsle jedes Mal Z mit C. Etwas ungünstig, aber okay. Jetzt weiß ich es ja. Ich komme! Boah! Matrix! Au! Au! Cat! Das sah schmerzhaft aus. Cat! Cat? Sprich mit mir! Hab's vermasselt! Nein, ruhig! Peter! Tut mir leid, dass ich Verwendung nicht stoppen kann. Cat! Felicia! Felicia! Okay, wir haben Black Cat besiegt und dürfen nun sagen, gut oder böse. So wie die Kleine aufgeklatscht ist, würde ich spontan sagen, dass er sich das Genick gebrochen hat. Wenn ich jetzt noch wüsste, was gut und was böse ist. Ich habe eine Vermutung. Ich habe eine starke Vermutung. Die möchte ich euch aber jetzt natürlich nicht sagen. Aus dem einfachen Grund, ich habe ja auch noch geplant, dieses Spiel als böser Spider-Man durchzuspielen. Und wenn meine Vermutung richtig ist, würde das jetzt spoilern. Und zwar aufs Übelste. Und von daher schauen wir uns an, was die gute Entscheidung wäre.